Meine Mutter hat zu viel zu essen gemacht und jetzt ist es meine Aufgabe, das im Haus zu verteilen. Sie hat mir eigentlich gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber jetzt geht's nicht anders, ansonsten bin ich tot. Yo, das ist ein neuer Rekord. Top 10 der Rapper, die Eminem nicht dissen wollte. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Leftovers. Im Prinzip habe ich ja gerade schon erklärt, worum es hier geht, deswegen verlieren wir keine Zeit. Das hier wurde mir in den Kommentaren empfohlen. Es ist anscheinend extrem verstörend. Und ja, ich weiß, ganz viele Leute auf YouTube haben das schon gespielt. Und ja, es ist mir egal. Junge, ich brauche bitte einmal deine Hilfe. Ich bin unterwegs, Mama. Der Style ist aber mal nice. Na, es ist dreidimensional, bis auf die Charaktere, die sind zweidimensional und gezeichnet. Man könnte also sagen, das hier ist 2,5D. Mit Mama sprechen. Ich habe heute viel zu viel gekocht. Kannst du bitte ganz nett sein und den Rest an die Nachbarn geben? Und jetzt kann ich entweder Kopfschütteln oder ich kann nicken. Was passiert, wenn ich mich weigere und den Kopf schüttle? Mama, ich will nicht. Ich will weiter Cartoons gucken. Es ist in Ordnung. Die werden nicht beißen. Du musst ein großer Junge sein und dich darum kümmern oder dich irgendwann mal um deine Mama kümmern. Sei nicht wie dein Vater. Okay, das heißt, es führt alles zum selben Ort. Ich muss das trotzdem machen. Ich habe 10 Schachteln mit Essen in die Tasche neben dir gemacht. Hebst du die bitte für mich auf? Genau hier. Ich muss ein bisschen näher ran. Es tut mir leid, dass du das jetzt machen musst, aber ich bin gerade sehr beschäftigt mit dem Essen. Ich weiß, ich habe dir beigebracht, dass du niemals mit Fremden reden sollst, aber du wirst mich nicht enttäuschen, oder? Sicher nicht. Werde ich gefressen, wenn ich es nicht mache? Viel Glück. Wofür brauche ich hier Glück? Das passiert, wenn ich nochmal mit ihr rede. Sie sagt mir viel Glück. Es fehlt nur noch, dass sie mir sagt, nicht sterben. Tschüss, Mama. Ich gehe jetzt. Ich mache mich auf den weiten Weg zu unseren Nachbarn. Und bitte komm nicht zurück, bis du fertig bist. Irgendwie ist mir meine Mutter etwas unheimlich. Hallo? 2D-Hand klopft. Es kommt irgendjemand. Sind meine Nachbarn auch merkwürdig? Warum ist es hier so dunkel? Hi. Wie geht's? Hallo, du musst der kleine Junge von gegenüber sein. Die Oma ist maximal gruselig. Was führt dich hierher? Was ist das? Mein Lieblingsessen. Bitte sag deiner Mutter, sag deinen Eltern von mir Danke. Warst du ein guter Junge? Ja. Definitiv, ich will nicht, dass sie mich entführt und frisst. Das ist gut zu hören. Bitte kümmere dich weiter um deine Eltern. Gute Nacht. Habt ihr gesehen, wie weit sie sich nach vorne lehnen kann? Wenn ich in dem Alter noch so beweglich bin, bin ich stolz auf mich. Und die Treppen gehen nur nach unten, nicht nach oben. Das heißt, wir haben die beste Lage. Ja, das Penthouse, könnte man sagen. Guten Tag, ich habe Essen. Bestimmt das gute Zeug. Ich bin mir sicher, wir vergiften hier nicht unsere Nachbarn. Irgendjemand kommt an die Tür. Bitte nicht wieder eine Oma. Was willst du? Muss ich zahlen? Nein. Ha, was ein Idiot. Okay, ich hätte jetzt Geld verlangen können, aber ich bin doch nett. Bei so vielen Entscheidungen bin ich mir sicher, es gibt mehrere Enden, korrekt. Je nachdem, wie ich die Dinge hier mache, kommt das auf was anderes raus. Und macht jeder die Türe auf? Dann habe ich nämlich, glaube ich, nicht genug für das ganze Gebäude. Warum lehnen sich alle so weit nach vorne? Kumpel, ich kann deine fettigen Haare riechen. Kannst du einen Schritt zurückgehen? Ja? Hier, bitteschön. Das, was von dem Essen deiner Mutter übrig ist? Niemand will das. Nimm mal einen tiefen Zug, Kollege. Warte mal, bist du der Sohn dieses wunderhübschen Mädels von Stockwerk 9? Ja, meine Güte, my man macht das Aego-Face. In dem Fall werde ich das genießen, während es noch warm ist. Ich bereue, dass ich heute Morgen aufgewacht bin. Ich bereue, dass ich Augen im Kopf habe und die Fähigkeit, das zu lesen, was da geschrieben stand. Der steht auf meine Mutter. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so, dass er wahrscheinlich die Unterwäsche von der Wäscheleine klaut. Ach je, ich bereue das jetzt schon. So, der nächste. Viel komischer als so kann es ja nicht werden. Irgendjemand duscht. Ich sollte später wiederkommen. Okay, irgendjemand zu Hause? Ich habe köstliches Essen von meiner hotten Mutter von Stockwerk Nummer 9. Keine Ahnung. Es kommt wieder jemand. Was willst du, Kleiner? Ich bin beschäftigt. Sir, ich habe Essen. Köstliches Essen. Ernsthaft? Ich schätze, diese Arbeit ist schon sehr erschöpfend. Weißt du was? Lass es einfach vor der Tür. Danke. Okay. Warum auch immer er es nicht einfach
nimmt. Er könnte es auch einfach nehmen, aber okay. Ich kann da aber nicht reingucken. Der Typ ist mir irgendwie suspekt, aber ich sehe nichts. Stockwerk Nummer 6. Irgendjemand hier. Außerdem sieht meine Hand aus wie ein Fuß. Ich weiß es auch nicht. Ist mir nur so aufgefallen. Hallo? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Die hat zwei sehr überzeugende Argumente. Hast du das gesehen? Oh, du bist ja ein süßer. Danke, Lady. Was führt dich hierher? Essen. Und zwar nicht ich. Ja, ich bin hier nicht die Nascherei. Oh, das ist ja sehr geistesgegenwärtig von dir. Du musst erschöpft sein vom ganzen Treppengelaufe. Wie wär's, wenn du reinkommst und dich etwas erholst? Sicher nicht. Ah, vielleicht nächstes Mal. Ja. Schieb dich und dein Rack zurück nach Hause. Was hatten wir bis jetzt? Wir hatten einen Typen, der gruselig ist und auf meine Mutter steht. Und wir hatten sie, die potenziell irgendwas mit mir machen will. Was, nicht okay ist. Absolut nicht. Niemand ist zu Hause. Okay. So langsam freue ich mich, wenn niemand zu Hause ist, weil das bedeutet, dass ich keine komischen Situationen erfahren muss. Ich will nicht mit ihr reden, sie wird mich in der Schule nur mobben. Dann würde ich sagen, wir machen irgendwas ins Essen und geben sie. Hallo, das ist die Wohnung gegenüber. Niemand ist zu Hause. Mal wieder. Warum ist die Türe auf? Was ist hier passiert? Hat jemand vergessen zuzumachen? Könnte sein. Ich frage mal gegenüber. Vielleicht da ist niemand zu Hause. Ich gehe da doch nicht rein. Aber ich bin ja ein Kind, ich bin neugierig. Also YOLO für Fortnite. Ich kann rufen. Hallo? Irgendwer? Essen. Ich rieche Essen. Hi. 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 Was? Danke. Ich kann nicht mehr, Mami. Aber sowas von. Okay, ich habe 5 übrig. Sie ist nicht happy damit, richtig? Warum bist du schon so früh wieder da? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst nicht zurückkommen, bevor du fertig bist? Aber, sorry, es tut mir leid. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich bin mir sicher, die Nachbarn machen nicht so viel Stress, oder? Du kannst das. Geh wieder da raus und mach Mami stolz. Ich will doch eigentlich nur Cartoons gucken. Wo war die Wohnung, wo es hieß, ja, es ist niemand da? Oder da duscht gerade jemand. Ich sollte später nochmal versuchen. War das hier links? Immer noch. Okay, hier ist immer noch Dusche. Und das hier habe ich nie gemacht. Das war der Typ, der gesagt hat, stell's vor die Tür. Ich dachte, das passiert automatisch. Ich muss das in die Box reinklicken. Jetzt habe ich noch 4. Das hier war die Gruseltür, korrekt? 4. Stockwerk auf der rechten Seite. Meine ich. Okay, langsam aber sicher. Wird das merkwürdig? Niemand zu Hause? Alles klar, klopfi, klopfi. Niemand zu Hause, wo sind denn alle? Was höre ich? Ist das ein Hund? Ich glaube, da drin bellt ein Hund. Aber es klingt wie ein kleiner Hund, so ein Chihuahua oder sowas. Es kommt irgendwer. Hallo? Bitte keine gruselige Hunde-Lady. Was? Was willst du? Ich habe Essen, Sir. Bitteschön. Oh Mann, das bestmögliche Timing. Ich habe mich fast dazu entschlossen, diesen kleinen, wie auch immer, danke dir. Wir hatten mal hier einen Sack voller Essen. Aber irgend so ein Schulmädchen hat versucht, das zu klauen. Ich schätze, sie hat es geschafft. Ach, auf Wiedersehen. Das Schulmädchen. Könnte das die sein, die mich die ganze Zeit mobbt? Außerdem, wollte er den Hund essen? Das Spiel ist so merkwürdig. Ich sag einfach mal ja. Ich sag mal ja, der wollte sich ein ganz besonderes Gericht zubereiten. Hallo. Okay. Der Mann hat ein Messer. Das ist ein Killer. Was machst du hier, Junge? Essen. Töten macht doch hungrig. Oh, es ist in Ordnung. Ich bin nicht hungrig. Wie wär's, wenn wir stattdessen reden? Sicher nicht, sicher nicht. Oh, bitte, ich bestehe drauf. Okay. Yo, my man hat das Sans Undertale-Auge. Siehst du, meine Frau ist erst kürzlich verstorben. Also wird das sehr, sehr einsam nach einiger Zeit. Besonders dieser Ort. Irgendwann macht es einen fertig. Zum Beispiel habe ich mich gestern oder es kommt mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich meine Frau getroffen habe. Gleichzeitig kommt es mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass ich ihren Körper gefunden habe. Mit einem Messer im Hals. Wundervolle Geschichte, aber ich würde jetzt gerne gehen. Ich komme direkt zum Punkt, Junge. Sag mir, denkst du, dass es falsch ist, dass eine unschuldige Person
ermordet wird. Seine Frau wurde ja ermordet, das hat er uns gerade gesagt. Das heißt, ich muss jetzt sagen, ja, es ist falsch, dass unschuldige Leute umgebracht werden, damit ich quasi auf seiner Seite bin? Ja, das ist definitiv falsch. Denkst du, dass Wut normal ist, wenn jemand deine geliebten Menschen verletzt? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Sowas von. Denkst du, dass Mörder bestraft werden sollten? Jo, alter Mann, geh da raus und mach ihn fertig. Dann, wenn du herausfinden würdest, dass zum Beispiel deine Mutter ein Mörder ist, denkst du, dass sie bestraft werden sollte? Ich meine, sie ist zwar Familie, aber sie hat was Schlimmes getan, also ja, sowas von. So ehrlich, so unschuldig. Es scheint nicht alles verloren zu sein. Komm rein und erhol dich etwas. Ich bestehe drauf. Okay. Ich kann's mir in dem Fall nicht aussuchen. Mach dir keine Sorgen wegen deiner Mutter. Ich kümmere mich um sie. Oder ich hole sie. Game over. Ja gut, ich war jetzt so dermaßen unschuldig, dass mich der wahnsinnige psychopathische Killer zu sich eingeladen hat, meine Mutter auch noch holte, dann sind wir eine glückliche Familie. Ich sage jetzt mal direkt ja. Ich würde gern ein Gespräch führen. Und jetzt sage ich einfach immer nein. Korrekt, dass es kein Problem ist, wenn Leute gekillt werden, weil er ist ja ganz offensichtlich ein Psycho. Guck ihn dir mal an. Ist das falsch? Nein, ist es nicht. Es ist vollkommen richtig. Ich sehe, der Sohn des Teufels ist endlich vor meiner Tür. Es ist Zeit zu schlafen, er hat mich abgestochen. Weißt du was, vergiss es. Ich gehe einfach direkt nach hier und liefere hoffentlich zwei weitere ab. Und dann muss ich nicht zu ihm? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Hallo, wer hier, bitte nicht wieder nach vorne lehnen, das ist immer so gruselig. Jedes Mal. Ist das diese Tradition, die man macht, wann immer jemand Neues einzieht? Hier, ja, ist als Willkommensgeschenk. Wow, ja. Ey, das ist mir noch nie passiert. Tut mir leid. Wie heißt dieses Gericht? Ich will nicht undankbar klingen, aber es sieht so schleimig aus. Danke, schätze ich. Ist das ein Augapfel? Was genau serviere ich hier? Ist meine Mutter eine psychopathische Killerin? Vielleicht. Und vielleicht hat sie die Frau von dem Typen umgelegt. Wer weiß. Er hat ihr irgendwas gesagt wegen meiner Mutter. Also ja. Niemand ist zu Hause. Ich muss mit dem Wahnsinnigen quatschen. Es ist alles gut. Ich habe jetzt alles mit Ja beantwortet, bis auf die Frage, wo er mich fragt, ja, wenn du wissen würdest, dass deine Mutter eine Mörderin ist, würdest du wollen, dass sie bestraft wird? Da habe ich Nein gesagt. Da sagt er, ja, das ist so doppelmoralmäßig von mir. Aber das wäre jetzt alles, bis auf Weiteres. Danke, dass du den alten Mann unterhalten hast. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ja, same. Warum lässt er mich laufen? Ich habe jetzt aktuell noch zwei Portionen von was auch immer wir hier servieren. Ja, es ist wahrscheinlich Menschenauflauf oder so. Das heißt, es steht jetzt noch aus die Wohnung, wo die Dusche lief und die Wohnung mit dem Mädchen drin, mit dem ich nicht sprechen möchte. Ist jetzt hier alles gut? Niemand ist zu Hause. Wo war nochmal die Duschwohnung? Hier ist es. Ich höre jemanden an die Tür kommen. Hallöchen. Ich hab was super, super Leckeres. Wenn das nicht die kleine Heulsuse ist. Ja, das ist die Person, mit der ich nicht reden will. Ist das Essen, das ich da rieche? Gib es mir. Immer gerne. Ich sehe, dass du endlich Menschenverstand bekommst. Eins noch. Ich kann mich daran erinnern, dass Papas Freund auf Stockwerk 7 lebt. Ha, du denkst, ich bin diejenige, die ihr Essen klaut? Natürlich bin ich das. Ich habe es versteckt. Ich muss diesem Mann eine Lektion beibringen. Sein Hund hat mich neulich abgeleckt. Wie widerlich. Sein Hund wird wahrscheinlich verhungern. Denk nicht darüber nach, meinen Plan zu ruinieren. Habe ich schon gemacht. Weil ich habe ihm Essen gegeben. Er wollte den Hund essen, weil sonst ging's nicht, richtig? Hallo? Ist das meine Mutter? Nee, eine Nachbarin. Ich wollte gerade sagen, die sieht so gut aus für meine Mutter. Was machst du ganz alleine mitten in der Nacht? Essen. Gutes Essen. Oh, du süßer Kleiner, du musst so müde sein. Oh, wow. Deine Mama hat das gemacht? Ich muss ihr Rezept wissen. Glaub mir, das willst du nicht. Ich glaube, ich weiß, was die Story ist. Sie telefoniert gerade mit meiner Mutter. Hat meine Mutter meinen Vater gekillt und
um die Spuren zu beseitigen, muss ich jetzt die Überreste im Haus verteilen. Ist es das, damit die Leute das essen und er verschwindet? Was meinst du mit wahr? Ja, da ist es. Ah, lass mich raten. Er hat dir endlich von uns erzählt. Er ist hier fremdgegangen und dafür musste er weg. Okay. Was meinst du, das ist nicht, was du gemeint hast? Da ist es. Du Psycho-Bitch. Beweg dich ja nicht, Kleiner. Ich muss nach Hause zu Mami. Ja. Aber sowas von. Ich bring euch alle um. Versuch's, ich kann nicht schneller als so. Sie ist mutiert, zu was auch immer, zu einem Dämon des 500. Levels. Ich will zurück nach Hause. Mami hat hier noch einige Geschäfte, um die sie sich kümmern muss. Sie wird sie umbringen. Das Ende. Okay. Das war 100-mal düsterer, als ich gedacht habe. Ich meine, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass die Gerichte, die wir hier verteilen, vielleicht nicht das normale Zeug ist, was man so bei Lieferando bekommt oder einfach zu Hause kocht. Aber dass es das ist, das ist echt eklig. Ja gut, Leute, das war's hier bei Leftovers. Vielen Dank für die Empfehlung, war extrem cool. Eine sehr einzigartige Idee mit einem sehr, sehr nicen Artstyle und einer wirklich verstörenden Story. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Die Moral von der Geschichte, wenn dir irgendjemand Essen anbietet, dann schau erstmal genau, was das ist.